Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Returnal. Ja, wir haben uns jetzt hier schon bis hierhin durchgekämpft, sind hier schon bei der zweiten Versorgungsstation, haben gerade eine relativ gute Waffe gegen den hier wieder mal ausgetauscht. Unsere Standardwaffe für hier, diesen Höhlen, bla bla blub, habe ich bis jetzt nicht ein einziges Mal gefunden. Und jetzt geht es gleich wieder runter in die Hölle. Da geht es gleich wieder ab. Die erste Hölle hinter uns haben wir schon, das haben wir gut überlebt. Jetzt geht es darum, ob wir die zweite überleben und ob wir vordringen können zu unseren Endgegner. Let's have a look. So, stoppen. Da kommt immer dieses Riesenäumel raus, der uns hier rausverfolgt. Und der ist wirklich heftig, dieses Teil. Wir könnten uns eventuell hier unten reinflüchten. Da kommt schon was. Also wenn der raus, da kommt er. Okay, jetzt müssen wir schauen, nicht, dass hier drin uns irgendwas killt. Ja, fast kurz vor Kill ist hier. Okay, ich darf hier auf gar keinen Fall springen. Und es geht auch wirklich bis. Wahnsinn. Das ist übel. Wo ist er? Da ist er. Ich sehe ihn nicht. Das Teil ist so unübel krass. Da ist er. Nee, das ist was anderes. Der kommt mit Sicherheit. Den hatten wir schon so oft das Vergnügen, auch von nahem, nicht nur von weitem. Ich habe hier gar keinen Lasso, ne? Dass ich mich hier mal elegant schnell hochschwingen könnte. Verdammte Kacke. Ah, das ist schon wieder doof. Oder ich flüchte mich zum Endgegner. Warum auch nicht, ne? Andererseits, ne, ist die Chance, dass man hier in einem dieser blauen Tore eventuell einen Astronauten findet, natürlich auch recht hoch. Na ja, gut, recht hoch ist relativ. Was mache ich denn jetzt? Ich hüpfe mal. Hat es jetzt. Nee. Ich müsste noch ein bisschen schießen, damit hier diese Schutzpyrolen aktiviert werden. Ich weiß nicht, was uns das bringt. Aber das wäre nicht schlecht. Ich kann ihn hier anlocken. Da kommt er. Ist ziemlich angepisst. Krasses Teil, hey. Aber unsere Waffe ist wieder super cool. Komm schon noch ein bisschen.
Da hat es ihn zerblickt. Die Waffe ist eigentlich einfach gegen diese Teile einfach eine Schau, ne? Die ist einfach genial geil. Da kann man sagen, was man will. Die ist einfach gut. Wie komme ich denn da wieder rauf? Ich muss hier echt um die... Okay, hier um die Kurve rennen. Das war noch nicht der einzige. Da sind noch einige drin. Da sind noch einige große Puppen drin. Da sind mindestens 4, 5. Da war noch mindestens 4 oder 5. Von diesen Dingern. Da. Okay. Alright. Oh nein, 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 nein. Ein Kunstsprung. Und ich glaube noch immer nicht, dass es schon alles war. Ich glaube es nicht. Das waren jetzt 3 Stück, oder? Der große Eumel. Bis jetzt ist ruhig. Haben das schon alle? Echt jetzt? Ich brauche eigentlich kein Obelit mehr. Denn ich kann sowieso nichts mehr kaufen. Ich wüsste zumindest nicht wo. Ich hätte ja so gerne noch mal so ein Hyoglyphen. Wow, wo kam der denn her? Schweinebacke. Jesus Christ. Okay, alles verdorben hier, ne? Auch verdorben, das unten ist tot. Okay. Ja, dann schauen wir mal rein. Das dürfte der Replikator sein. Genau. Der ist nämlich normalerweise hier. Und das machen wir natürlich. Das alleine ist es eigentlich schon wert, jetzt zu versuchen, hier reinzukommen. Aber wie gesagt, die Chancen, dass einem was passiert, sind natürlich auch schon sehr hoch. Okay. Dann haben wir jetzt hier drüben noch die Möglichkeit, und hier rechts bis dahinter zu gehen. Das glaube ich, lasse ich aber. Aber wir versuchen das links nochmal. Obwohl, da waren diese ganzen Fallen drin, ne? Das war jetzt nicht so toll. Puh, die Chancen hier getroffen zu werden sind doch relativ hoch.
Andererseits, ne, was da drin ist, da könnten, wie gesagt, ein Astronaut drin sein. Das wäre natürlich schon hammergeil. Aber es gibt keine Ebene, wo du ruhig stehst. Aus hier unten. Die Ebene da oben nicht. Und die da oben auch nicht, ne? Die ganz oben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, ob die Waffe, die wir jetzt haben, gut ist für den Endgegner. Ich glaube eigentlich nicht, weil wir müssen ja diese roten Bobble treffen. Und diese roten Bobble trifft man mit der Waffe nicht so gut. Scheiße. Ich trau mich nicht. Über die Gefahr, dass ich da irgendwo dagegen kloppe, ist dann doch relativ hoch. Da ist noch mal so einer. Das ist der zweite, ne? Das ist der zweite. Der eine ist oftmals da drin und der andere dahinter. Okay, es arbeitet noch, unser Netz. Es arbeitet noch. Es hat aufgehört. Nee, auch keiner. Kein Höhlenblaster. Bis jetzt kein einziger in dem Run. Wahnsinn, ey. Also das Teil hier, was gerade jetzt geflüchtet sind, das ist schon echt der Hammer. Und es ist eigentlich schon krass, wenn man in die Richtung dahinter geht, ne, dass da nochmal solche krassen Gegner kommen. Das ist schon echt der Hammer. Das ist schon echt der Hammer. Aber da ist halt die Waffe das absolut Geile. Vor allem, wenn die dann so einen hohen Bonusschaden hat, wie jetzt die hier, dann ist das natürlich schon mega fein. Verdammt. Dann ist das natürlich schon echt mega fein, weil damit kann man relativ gut arbeiten. Zumindest recht gut sicher arbeiten. So. Ui, das war knapp. Ich weiß gar nicht, was ist. Ach, ich weiß was, wo wir jetzt hinkommen. Oh, das ist auch nochmal übelst. Genau, stimmt. Das ist dieses Quadrat, was jetzt gleich kommt. Und wenn man auf das dann aufspringt. Dann kommen ungefähr 500.000 Gegner gleichzeitig.
Genau, da ist es. So, wenn du da jetzt rüber springst, dann hast du viel Spaß. Achtung. Den Typen nur nicht, ne? Da ist er. Achtung, stehen bleiben. Da ist er. Der lebt noch. Der ist zu weit weg, wir treffen ihn nicht. Jetzt haben wir ihn. Das dürfte der Katz gehören. Ich sag ja, da hast du viel Spaß, wenn du da hinten reingehst. Weil da kommt nicht einer, da kommen nicht zwei. Nein, da kommen Hunderte. Bodendrohnen bringen wir jetzt hier auch nichts, ne, gegen den Endgegner. Jesus Christ. Hier drin dürfte eigentlich nichts mehr sein, obwohl ich nicht sicher bin, da oben ist irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was für ein Teil es ist. Aber es ist platt. Okay. So kannte ich das hier auch noch nicht. Höhere Leistung. Okay, schauen wir mal, was es da oben noch gibt. Was macht er denn jetzt? What the fuck? Nein, ich wollte hier nicht. Ich wollte oben rauf. Na toll. Ich wollte da oben rauf. Dann schubst du mich jetzt hier komplett zurück. Oh, ich war... immer, dass da dieses Auge ist, ey. Okay, wie komme ich denn dann da rauf? Das sind... Ah, hier. Nein! Da ist er! Guck! Da ist er! 30. Das ist der erste, den wir jetzt hier kriegen. Und ich weiß nicht, was ich tun soll, Leute. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was ich tun soll.
Soll ich ihn nehmen oder nicht? Portalgeschütz. Boah, das, da müsste ich. Das müsste ich noch freischalten. Aber wo soll ich das denn noch freischalten? Ich habe nichts mehr. Der Bonusschaden beim anderen ist natürlich schon immens, ne? Portalgeschütz 2, wo soll ich das denn jetzt noch freischalten? Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn ich das hier nehme. Ob der, wenn man den schießt, auf den und der Netz bildet, ob er dann automatisch die anderen Roten auch killt, das weiß ich eben nicht. Da habe ich keine Ahnung, ob das passiert oder ob das nicht passiert. Wir können es jetzt mit dir nochmal versuchen und wenn es jetzt nicht klappt, von das ich jetzt mal ausgehe, dann können wir hier ja zurückgehen, nachdem wir wieder zurückgekommen sind und die andere Waffe holen und es dann mit der versuchen. Das wäre eine Möglichkeit, die wir haben. Was wir jetzt bräuchten, was jetzt cool wäre, irgendwie so diese kleinen Schwabbeldinger, die ganze Zeit hier rumschwabbeln. Was haben wir denn jetzt hier? Oh! Na toll. Der hat mehr Bonusstaden. Prädiktiv. Hey, toll, jetzt kommen sie alle hier an, vor allem mal hier mit ihren Phasenprojektil 3. Zackgeschock geteilte Strahlportalgeschütz. Da wäre schon freigeschaltet, ne? Projektilreaktivität. Was heißt das? Ja, das ist dieser kleine, ne? Ey, die machen es mir nicht leicht jetzt gerade, ne? Ich würde gerne da oben rauf gehen. Die Frage ist halt nur, was mache ich jetzt mit dem Datenwürfel, ne? Da, wo ich einen hätte einsetzen können, da komme ich ja jetzt ja gar nicht mehr hin. Na gut. Dann. Feinde haben ja keine mehr hier. Oder haben wir noch Feinde?
Ach Gott. Ich habe Lichtjahre der Qual durchschritten. Meine Antwort ist unter dir. Gib sie mir. Das war jetzt gerade ganz schlecht. Scheiße! Ach nee, komm jetzt! Ach nee, Leute, das darf doch nicht wahr sein!
Scheiße. Oh, so eine Kacke. Aber so weit sind wir noch nie gekommen. Ich habe es noch nie geschafft, dass ich den zweimal gekillt habe. Aber jetzt habe ich halt nichts mehr, ne? Habe ich gar nichts mehr. Jetzt sind wir halt komplett blank. Scheiße, der zweite Astronaut, also unser Astronaut, das hat, ging viel zu schnell, dass uns der... Oh, verdammt, ich schaff das einfach nicht. Nein, ich will das nicht. Da will ich hin. Genau, fall jetzt da runter. Hast schon recht. So, was mache ich jetzt? Ich hole die andere Waffe. Ja, jetzt reicht's aber hier. Oh, ich bin noch ganz, ganz durcheinander. Mann, ich habe so gehofft, dass wir das jetzt schaffen. Ich habe mich so konzentriert. Ich habe mich so konzentriert, dass ich das hinkriege. Aber diese kleinen Bobble zu treffen, ist jetzt echt nicht einfach. Und unser Portalgeschütz hat uns zwar schon gut geholfen, aber... Boah, vor allem was mich so ärgert, dass unser zweites Leben so schnell, dass wir unser zweites Leben so schnell ausgehaucht haben. Dass das so schnell ging. Dass man da überhaupt nicht viel angerichtet haben, ne? Das war kacke. Kann ich ja mal mitnehmen, mal einsetzen. Nein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wie lächerlich ist das denn jetzt? Bitte. Was war denn das jetzt für ein Witz? Ich glaube nicht, dass wir damit arg viel anrichten, aber egal. Wir versuchen es einfach mal, um einfach mal zu schauen, auch wie effektiv das Ding wirklich ist gegen den. Schauen wir einfach mal, vielleicht merkt man ja, dass das Ding gar nichts bringt gegen den, dass es völlig sinnlos ist, mit der Waffe gegen den anzutreten, aber vielleicht ist es ja auch genau umgekehrt. Vielleicht merkt man, dass das dann doch die richtige Waffe ist. Es war ja schon bei den ein oder anderen Endgegner die richtige Waffe. Aber da war es natürlich auch ganz anders gelagert, ne? Da musstest du möglichst an einer Stelle viel Schaden an einer Schwachstelle anrichten. Hier ist es ja nicht so. Hier kannst du ja auf den ballern, wie du möchtest. Bringt dir alles nichts, solange du nicht diese roten Bobble triffst. Naja, schauen wir mal. Bin mal gespannt. Thank you.
Ich habe Lichtjahre der Qual durchschritten. Meine Antwort ist unter dir. Nee, die bringen gar nichts, guck. Oh je. Ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Leute, das ist die Waffe des... Das ist schlechtweg die Waffe schlechthin. Der ist gleich doch hops. Ich werde wahnsinnig. Ich glaube es einfach nicht. Das ist die Waffe schlechthin. Mein Gott, hätten wir diese Waffe vorher mitgenommen, mit den Gesundheit und mit den, dann hätten wir es geschafft. Ich werde wahnsinnig, das hätte ich jetzt nie gedacht. Aber okay, gut, jetzt wissen wir es. Das heißt, rein zum Gegner, das versuche ich jetzt nochmal und dann nur mit dieser Waffe, nicht mehr mit diesem blöden Höhlenplaster-Ding da, sondern mit der Waffe rangehen und dann ist das Ding so schnell platt, schneller geht's gar nicht. Ich werde wahnsinnig, ich werde echt wahnsinnig. Das ist die Waffe schlechthin. Ich kann mich gar nicht beruhigen. Okay, also, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden jetzt hier nochmal gegen den Kameraden anrennen, bis wir dort sind. Und natürlich erst dann reingehen oder hoffen, dass wir diese Waffe irgendwo wiederfinden. Unsere schöne, allcoole Waffe. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir es schaffen. Mit einem Astronauten, mit Gesundheitspiolen und mit der Waffe, dann ist das Ding platt. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir den Endgegner platt machen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.